06 TV wird präsentiert von Schaltplan, Ihr Partner für Ihre Schaltanlage. Julian Schauerte, am Ende 1:3 gegen Heracles Almelo. Ist noch Vorbereitung, aber wie viel muss man da schon raus mitnehmen und vielleicht auch, dass es eben nochmal eine Niederlage war? Also ich glaube, keiner verliert gerne, klar, aber es war jetzt ein Erstligist aus Holland. Ich glaube, die haben auch gestern schon gegen Viktoria Köln, glaube ich, eine gute Leistung gezeigt. Und die erste Halbzeit war ganz ordentlich. Und dann kommen wir ungünstig in die zweite Halbzeit, direkt nach der Halbzeit dann das Gegentor. Das hat uns, glaube ich, so ein bisschen rausgebracht. Kommen dann wieder ein bisschen rein, machen das 1-1. Und ich glaube, die Gegentore sind dann ein bisschen zu einfach gefallen. Aber im Großen und Ganzen ist das in Ordnung, glaube ich. Und ich habe schon ein paar Vorbereitungen gespielt. Ich habe viele Spiele gewonnen, viele Spiele verloren. Ich glaube, wichtig ist, dass wir am Freitag da sind und darauf kommt es dann an. Was für ein Gefühl hast du dann, wenn das angeht? Du sagst, du hast schon viel erlebt in dem Sinne. Auf was für einem Stand siehst du die Mannschaft? Ja, wir sind auf einem guten Weg. Klar muss man noch arbeiten. Ich glaube, das entwickelt sich aber auch dann schon während der Saison, ganz klar. Ich glaube, man kann nicht alles in der Vorbereitung machen. Und wie gesagt, ich glaube, wenn wir dann am Freitag ein gutes Ergebnis erzielen, glaube ich, mit einem positiven Ende für uns. Es wird sehr, sehr harte Arbeit, ganz klar. Aber ich glaube, wenn wir da positiv gestalten, dann kann man dann auch optimistischer in die Wochen gucken. Eine weitere und auch neue Erfahrung für dich ist jetzt eben das Amt als Preußenkapitän. Wie war es dann für dich jetzt eben auch, die Mannschaft offiziell das erste Mal als Kapitän aufs Feld zu führen? Ja, ist ein super Gefühl, ganz klar, da vorne wegzugehen. Aber ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, dass wir 5, 6, 7 Spiele haben, die da auch Verantwortung übernehmen können und auch schon viele Spiele in der dritten Liga und in der zweiten Liga gemacht haben. Und ich glaube, da muss man die Last auf mehreren Schultern verteilen. Aber natürlich ist es ein schönes Gefühl. Sven Hübscher, zum Abschluss der Testspielserie in der Vorbereitung gab es jetzt nochmal eine 1:3 Niederlage gegen Heracles Almelo. Wie ist das Spiel eben heute zu bewerten aus deiner Sicht? Eine Halbzeit gut, eine Halbzeit schlecht. Also die erste Halbzeit war sicherlich in Ordnung, haben wir defensiv gut gestanden, haben auch immer, wenn wir uns auf unser Spiel verlassen haben und unser Spiel durchgezogen haben, sind wir auch immer gut durchgekommen. Zweite Halbzeit verpennen wir halt komplett den Start. Ich glaube, wir kriegen nach 35 Sekunden das 1:0, wir reden in der Halbzeit über Emotionen und dann kriegen wir da im Tiefschlaf schon das Gegentor und laufen dann hinterher. Dann ist Almelo natürlich auch darauf, ein bisschen aus, den Ball laufen zu lassen. Wir wollten ihn auch nicht ins offene Messer dann laufen. Dann machen wir nochmal den Ausgleich und dann kassieren wir zwei dumme, einfache Gegentore. Da war es ein bisschen wenig in der zweiten Halbzeit. Wenn du das Thema Emotionen ansprichst, meinst du damit, dass man die Jungs eben viel noch lauter, aggressiver sich auf dem Platz verhalten sollen? Oder was darf man darunter verstehen? Ja, alleine schon, dass sie rauskommen nach der Halbzeit und halt da sind. Und das war bei uns halt komplett von der Mannschaft her nicht der Fall. Also man hat das ja gesehen, ist vielleicht auch eine undankbare Aufgabe. Dann Almelo hat komplett durchgewechselt. Die Jungs sind in die Kabine reingegangen, kommen dann wieder raus und dann steht dann eine komplett frische Mannschaft. Aber darauf müssen wir uns halt einstellen, dass wir halt nach der Pause direkt wieder da sind. Da dürfen wir nicht 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten brauchen, bis wir da sind. Und das haben wir heute definitiv zu lange gebraucht. Dann steht es 1:0 und dann laufen wir halt hinterher und dann wird's doof. Nächste Woche geht es in München los. Was sind jetzt die letzten Feinschliffe aus deiner Sicht, die eben in der Woche noch erfolgen müssen? Ja, wir werden weiter arbeiten, wir gehen weiter den Weg und einige Jungs müssen sich jetzt auch erholen. Einige haben ein bisschen viel gespielt, das war auch hinten raus, hat dann die Luft ein bisschen auch gefehlt. Da müssen wir erstmal jetzt wieder zu Kräften kommen, morgen regenerieren. Montag ist dann frei und ab Dienstag bereiten wir uns dann konzentriert auf 60 vor. Wir gehen weiter mit unserem Spiel durch und werden zusehen, dass wir da ein gutes Ergebnis holen. Ole Kindner, Generalprobe in dem Sinne 1:3 missglückt. Ergebnisse sind ja in der Vorbereitung noch eher zweitrangig. Was kannst du trotzdem so aus dem Spiel rausziehen, mitnehmen, so kurz danach? Ja, dass es Licht und Schatten gab. Ne? Ich glaube, wir hatten am Ende noch mal ein paar gute Offensivaktionen. Zwischendurch haben wir nicht so den Zugriff gehabt. In der letzten Reihe haben wir ab und zu die Tiefe nicht so gut verteidigt, wie wir es machen müssen in der Liga. Deswegen gilt es jetzt auf jeden Fall noch mal eine Woche lang alle Körner, die man hat, zu sammeln und im Detail nochmal zu arbeiten, nochmal zu analysieren, um dann top vorbereitet nach München zu fliegen. Wie weit siehst du die Mannschaft jetzt? Das letzte Vorbereitungsspiel ist vorbei, du hast gesagt, es sind noch ein paar Tage bis Ligastart. Auf welchem Stand seht ihr euch? Ja, ich glaube, wir sind körperlich topfit. Werden auf jeden Fall das Spiel am Freitag, ist ein besonderes Spiel, weil es einfach auch ein Eröffnungsspiel ist. Schwer einzuschätzen, auch wie 60, in welcher Verfassung die sind. Deswegen wird es auch viel über die Mentalität, über den Kopf gehen. Und da gilt es jetzt halt auch nochmal das Augenmerk drauf zu legen, dass wir wirklich dann top konzentriert und hochmotiviert am Freitag da sind. Und ich glaube, wir haben schon viele Abläufe jetzt mit dem Trainer auch einstudiert, die auch funktionieren, die hin und wieder auch mal, wo ein kleines Detail nicht passt, wo das dann direkt natürlich auch zu Chancen führt vom Gegner. Aber wir sind da dran und deswegen bin ich optimistisch.
man kann auch durchaus mit Vorfreude ja zusammenspielen nach München fahren. Ja, auf jeden Fall. Wir haben alle Bock so. Also das war jetzt eine lange und eine harte Vorbereitung. Und jetzt zählt's. Jetzt sind die Spiele, wo es um Punkte geht. Und ja, da haben wir alle Bock drauf. Das wollen wir machen jetzt.